Vor allem, wenn wir viel sitzen und auch am Arbeitsplatz sitzen, dann ja, äußert sich das ganz oft im unteren Rücken. Und es ging ja letzte Woche schon um das Thema Körpermitte, also unser Zentrum. Und das ist nicht nur die Bauchmuskulatur, die wir heute auch wieder so ein bisschen mit beanspruchen wollen, vor allem aber auch das Becken. Ja, also wir werden heute auch so ein bisschen weiter noch in die Hüften gehen, um dem unteren Rücken dadurch Unterstützung leisten zu können. Ja, komm gerne einmal in den aufrechten Sitz, pendel dich hier über deine zwei Gesäßhälften ein. Du kannst die Beine ganz entspannt voreinander ablegen. Du kannst dich auch jederzeit auf ein Kissen oder auf eine gefaltete Decke setzen, um das Becken hier schon so ein bisschen besser aufrichten zu können. Und dann leg deine Hände ganz entspannt auf den Beinen ab, kreis die Schultern gern ein, zweimal von den Ohrläppchen weg, ja, dass du auch da oben im Schulter-Nackenbereich nochmal ganz locker dich machst. Vielleicht auch nochmal tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund ausatmest. Ja, mal so wirklich die Schultern, die Brust erleichtern und dann schließ deine Augen für einen Moment und kehr mit deiner geistigen Aufmerksamkeit jetzt von dem, was dich den Tag über so beschäftigt hat, hierhin und auf deine Matte. Na, der Ort, der dich immer wieder zurück in deine Mitte holt und in das Hier und Jetzt. Lass den Atem jetzt etwas gleichmäßiger durch die Nasenlöcher ein- und ausströmen. Und dann entspann dabei ganz besonders deine Kiefer, deine Kaumuskulatur, löst deine Zahnreihen voneinander. Lass die Zunge ganz entspannt im Mundraum liegen und entspann auch den Rest deiner Gesichtsmuskulatur, deine Mimik, deine Schläfe, deine Stirn. Und dann nimm mit jeder Einatmung die Länge deiner Wirbelsäule ganz bewusst wahr. Schau mal, ob du dich über die Krone des Kopfes weiter in Richtung Decke aufrichten kannst. Und mit deiner tiefen Ausatmung entspann den gesamten Schultergürtel und lass dein Becken schwerer werden. Nimm die Erdung beider Gesäßhälften hier am Boden wahr. Das, was dich auf der Matte hält. Und darüber hinaus auch die Aufrichtung deines Beckens. Das gleichzeitig die Basis deiner Wirbelsäule und deines unteren Rückens bildet. Schaff von hier mehr Länge mit der Einatmung. Versuch auch den unteren Rücken so ein bisschen länger werden zu lassen. Und dann lass ausatmen jetzt auch in deinen Hüften los. Entspann die Leisten ein wenig mehr. Lass los in den Kniescheiben, in deinen Oberschenkeln. Nimm die Füße, die Fußaußenkanten am Boden wahr. Dann bleib für die letzten gleichmäßigen Atemzüge hier ganz präsent in deinem Körper auf der Matte bei deinem Atem. Für deinen ganz eigenen Feierabendflow heute Abend. Dann heb mit deiner nächsten Einatmung die Arme über die Seiten, bis deine Handflächen sich oberhalb des Kopfes berühren und dann senk ausatmen, die Hände langsam vor den geschlossenen Augen und schließlich vor dem Herzen ab. Wir grüßen uns hier mit einer kleinen Geste zu Beginn des Abends. Namaste, schön, dass du es geschafft hast. Und dann öffne langsam die Augen, blinzeln, lass den Blick nach außen hin ganz weich werden
und komm von hier aus mit aufgestellten Füßen in einen aufrechten Sitz. Gerne locker mal so ein bisschen deine Beine aus. Na, vielleicht lässt du auch die Knie mal so ein bisschen von Seite zu Seite schaukeln, um ein bisschen Bewegung in die Hüftgelenke zu bringen. Ja, vor allem dann, wenn du heute viel gesessen hast, tust du so ein bisschen auch in den Bereich deiner Schultern und komm schließlich in deiner Mitte an. Und im Sinne der Mitte wollen wir jetzt das Körperzentrum noch einmal ganz bewusst aktivieren. Greif deine Knie mit beiden Händen, roll deine Schulterblätter im Rücken zueinander, atme ein, heb das Brustbein, die Wirbelsäule wieder ganz lang. Und dann werd rund im oberen Rücken mit der Ausatmung, lehn dich so ein bisschen nach hinten zurück und zieh dabei den Bauchnabel an die Wirbelsäule. Core aktiv, einatmen, wieder in die Mitte, zurückfinden, Schultern kreisen, zurück mit der Ausatmung, werd wieder rund, lass die Fußsohlen entspannt am Boden und komm einatmen, wieder in die vollständige Länge deiner Wirbelsäule, ausatmen, wieder rund werden. Vielleicht ein bisschen mehr zurücklehnen, schau mal, ab welchem Punkt du wirklich deine Bauchmuskeln jetzt spüren kannst. Noch einmal einatmen, Schultern kreisen nach hinten, ausatmen, der Rücken wird rund, ohne dass die Schultern nach oben zu den Ohrläppchen kommen. Und dann löse mit deiner nächsten Einatmung die Hände mal und streck die Arme mit nach oben in Richtung Decke. Werd noch ein bisschen weiter im Bereich deines Brustkorbs und dann lehn dich ausatmend zurück und dreh dich mal zu deinem linken Oberschenkel. Bau so einen kleinen Twist mit ein. Na, dann komm wieder zur Mitte, heb die Arme, einatmen in die Länge. Und mit rundem Rücken komm zurück, ausatmen, dreh dich zu deinem rechten Oberschenkel. Bauchnabel zieht an die Wirbelsäule, einatmen in die Länge. Solltest du schwanger sein, dann machst du diese Bewegung bitte ganz, ganz klein oder du bleibst in der vorigen Übung. Ja? Nicht zu wilde Twists machen in der Schwangerschaft und auch nicht so sehr die Bauchmuskeln beanspruchen. Ansonsten geh gerne noch ein bisschen weiter zurück und dreh dich noch ein bisschen mehr zur Seite ein. Letztes Mal einatmen in die Länge. Und wenn du das nächste Mal hier auf deiner Seite angekommen bist und zum Bildschirm schaust, dann dreh dich einmal ganz zur Seite bitte und bring deinen Unterarm zur Matte. Wir klappen uns einmal auf die Seite. Schau mal, dass deine Taille nicht zum Boden sinkt, sondern dass du hier ganz aktiv bleibst in deinem Zentrum. Bring die Hand hier oben ans Becken und dann löst deine Füße, deine Knie voneinander mit der Einatmung. Zieh die Fußzehen ran und dann taucht das obere Knie nach unten mit der Ausatmung, ohne dass deine Taille nach unten sinkt. Ja, bleib schön aktiv in deinem Beckengürtel. Aufgerichtet, einatmen, öffnen, ausatmen, senken. Sodass wir die tiefe Hüft- und Beckenmuskulatur langsam aufwärmen, gleichzeitig dein Zentrum ganz aktiv, zieh den Nabel nochmal sanft hoch. Einmal noch, öffnen, einatmen. Gut, und mit der Ausatmung senkt das Bein hier bitte ab. Heb das Becken. Und schau auch hier, dass du mehr in deinem Zentrum bist, weniger in deiner unteren Schulter hängst. Heb dann den oberen Arm in Richtung Decke. Bleib hier, solltest du schwanger sein. Ansonsten twiste mit der Ausatmung durch den stützenden Arm hindurch. Und richte dich auf mit der Einatmung. Lass den Blick folgen. Noch für zwei. Ausatmen. Twist. Lass das Becken schön stabil, die Beine aufeinander abgelegt, einatmen, wieder weit öffnen, im Schultergürtel einmal noch ausatmen, durch die Körpermitte hindurchbringen und dann komm zurück mit der Einatmung, öffne, gut, senk den Arm und das Becken ab und dann geht es zurück auf beide Unterarme und in die Mitte zurück. Gut, dann pendel deine Knie wieder von Seite zu Seite.
die Scheibenwischer, die Beine im Wechsel zu den matten Rändern kippen lassen. Spür die Dehnung in den Hüften, in den Oberschenkeln. Und komm dann wieder in deine Mitte. Bring deine Fußspitzen in der Mitte deiner Matte zueinander. Und dann heb mit deiner Einatmung die Beine einmal lang nach oben an. Schau, dass du auch hier nicht zu sehr in deinen Schultern sinkst. Bleib aktiv in deinem Core. Und dann twisten wir von hier wieder zur linken Mattenseite. Tappen die Zehen auf und kommen zurück zur Mitte mit der Einatmung. Hebt das Brustbein, Beine schön lang mit der Ausatmung, tapp zur rechten Mattenseite. Wieder zur Mitte einatmen und ausatmen nach links. Nochmal einatmen, Mitte, ausatmen nach rechts. Und wir wollen gleich auf die andere Seite. Das heißt, wenn du das nächste Mal die Füße auf Bildschirmseite hast, dann klappst du dich auf die andere Seite rüber. Entschuldigt bitte, dass ich euch den Rücken zuwende. Und komm zurück auf den Unterarm gestützt. Ja, dann hebt dein oberes von deinem unteren Knie mit der Einatmung. Zieh die Fußzehen wieder ran, Teil saugt weg vom Boden mit der Ausatmung. Taucht das Bein wieder ab. Einatmen, öffnen. Ausatmen, senken. Zweimal noch. Eine fließende und dennoch ganz bewusste Bewegung aus der tiefen Hüftmuskulatur. Senkt das Bein schließlich ab. Und dann hebt das Becken hier an. Komm aus deiner Schulter raus, zurück in dein Zentrum. Heb den oberen Arm mit der Einatmung, Blick folgt mit der Ausatmung. Twiste durch den stützenden Arm hindurch. Nochmal einatmen, lass den Blick gern folgen, ohne in die untere Schulter zu sinken. Mit der Ausatmung wieder in den Twist zurück. Letztes Mal einatmen, öffnen und ausatmen in den Twist. Gut, dann komm zurück zur Mitte, senk Arm und Becken ab und dreh dich ein letztes Mal zurück. Lass deine Knie wieder von Seite zu Seite pendeln. Öffne die Hüften. Um deinen rechten Fußknöchel dann schließlich auf dem linken Oberschenkel abzulegen. Wenn du magst, löse mal den linken Fuß vom Boden und zieh die Beine ein bisschen dichter zur Brust. Spür die Dehnung in deiner rechten äußeren Hüfte, das Knie so ein bisschen vom Körper wegschieben, atme ein und mit der Ausatmung wechsel die Seiten. Linker Fußknöchel kommt auf den rechten Oberschenkel, Beine ziehen zur Brust. Heb das Brustbein nochmal an, schau, dass du nicht durch deine Schulterblätter hindurch sinkst. Letztes Mal hier einatmen. Gut, dann langsam einen Schwung aus deinem rechten Bein und komm nach oben zum Sitzen. Bring deine Fußsohlen aneinander und greif um deine Fußaußenkanten. Pendel dich zwischen deinen Gesäßhälften wieder ein. Wir öffnen die Innenseite deiner Hüften jetzt. Ja, dann feder deine Knie in Richtung Boden. Lass die Fußaußenkanten aneinander kleben und die Knie schließlich in Richtung Matte tauchen. Mit der Einatmung gib nochmal das Brustbein, zieh die Innenseiten deiner Fußsohlen auseinander, nur die Fußaußenkanten kleben zusammen und mit der Ausatmung werd wieder rund im Rücken und tauch ein bisschen tiefer in deine Gesäßhälften zurück. Einatmen wieder vom Becken. Begonnen aufrichten über den unteren Rücken bis in die vollständige Länge deiner Wirbelsäule. Ausatmen, wieder rund werden. Fuß außen, Kanten kleben zusammen. Einmal noch. Einatmen im Flow. Spür die Dehnung, die Öffnung deiner Hüften. Ausatmen, wieder rund werden. Und aufgepasst, wir kommen aus dieser Öffnung der Hüften nach vorne und
in eine Hocke. Du kannst deine Hände gerne zur Unterstützung nutzen, die Füße mattenbreit öffnen und die Fußzehen nach außen drehen. Ja? Mach den Stamm zwischen den Füßen so weit, dass du möglichst nah mit deinen Fersen den Boden erreichst. Und sollte das nicht ganz der Fall sein, dann klapp deine Matte ein-, zweimal um und stell dich mit deinen Fersen auf deine aufgeklappte Matte, also dass du ein bisschen erhöht bist. Gut, dann stell deine Fingerkuppen vor dir am Boden auf. Schieb mit deinem Ellenbogen die Knie ein wenig weiter zurück. Atme in die Länge deines unteren Rückens ein. Ja, und dann schieb langsam in deine Fingerkuppen mit der Ausatmung. Drück in beide Füße und heb das Becken. Und auch wenn die Beine nicht ganz gestreckt sind, genieß die Dehnung in den Beinrückseiten. Der Kopf baumelt locker in Richtung Matte. Und dann beginnst du die Beine langsam wieder zu beugen. Atme ein, der Rücken wird lang, Brustbein hebt. Ausatmen, schieb in die Fingerkuppen, beginne langsam die Beine mehr zu strecken, das Becken höher zu heben. Noch für zwei, einatmen, wieder tief setzen, Brustbein heben. Und ausatmen, lass den Kopf baumeln, die Schultern ganz schwer. Einmal noch einatmen, setz dich tief in die Hocke. Und ausatmen, lass dich hier wieder hängen. Lass ganz bewusst los im unteren Rücken, lass los auf deinen Schultern, im Nacken, in der Halswirbelsäule. Atme tief durch die Nase ein und gern durch den geöffneten Mund nochmal aus, ganz unbeschwert. Gut, dann beug beide Beine langsam wieder, komm zurück in deine Hocke. Und aus der Hocke geht das linke Bein einen großen Schritt zurück in den Ausfallschritt. Schau, dass dein rechtes Knie jetzt nicht zu sehr über den Mattenrand hinausragt. Wandere den Fuß so ein bisschen parallel zur Mattenkante hin. Und dann spür die Öffnung deiner Hüfte. Lass die Fußzehen hinter dir aufgestellt, das Brustbein nochmal lang werden. Und dann stell deine linke Hand fest unter der Schulter ab. Und heb den rechten Arm, solltest du nicht schwanger sein, für eine Twist nach oben. Atme tief ein hier. Heb das Brustbein gut mit der Ausatmung. Senk den oberen Arm. Zurück am Körper entlang. Tauch dein hinteres Knie zur Matte. Die Hüfte bleibt weit geöffnet. Fußzehen hinter dir aufgestellt. Heb den Oberkörper. Und tauch tiefer in dein Becken. Lass dein Core aktiv, zieh den Nabel nochmal sanft hoch, heb das Brustbein mit der Einatmung. Gut, und mit der Ausatmung kreisen die Arme zurück, stell deine Fingerkuppen auf und beginn langsam das Gewicht in das hintere Bein zu verlagern. Zieh die Fußzehen vor dir ran, spür die Dehnung in deiner äußeren Hüfte vor dir, an der Beinrückseite. Kiefer entspannt, atme ein. Gut, langsam beugt das Bein vor dir. Mit der Ausatmung stell die Hände an die Innenseite des vorderen Fußes. Fest abgestellt die Hände. Heb dein hinteres Knie. Und dann geh mit deinem rechten Bein einen großen Schritt zurück zu deinem linken und in deinen ersten herabschauenden Hund. Der Rücken ganz lang. Und dann gehst du erstmal so ein paar Runden spazieren mit diesem Hund. Na, vor allem dann, wenn es der erste des Tages ist. Mach das mal ganz langsam, ganz genüsslich. Spür in deine Beinrückseiten hinein und vor allem in die rechte Seite. Steißbein schiebt höher, die Arme ganz lang, ohne dass die Schultern an den Ohren kleben. Gut, und dann kommen wir mal an in diesem herabschauenden Hund. Die Beine gerne noch leicht gebeugt. Schieb das Steißbein höher mit der Einatmung, der untere Rücken ganz lang. Und dann zieh dein Kinn in Richtung Brust mit der Ausatmung. Roll, Wirbel für Wirbel. In eine Planke nach vorne, die Bretthaltung. Bleib hier für einen Atemzug. Lass das Becken schön stabil ausgerichtet, zieh die Bauchdecke nach innen, atme ein, das Brustbein schiebt nach vorne.
Und mit der Ausatmung senkst du dann die Knie am Boden ab, verlagerst das Gewicht sanft in Richtung Mattenanfang und kommst über die gebeugten Arme nach unten auf den Bauch. Erste kleine Kobra, roll die Schulterblätter im Rücken zusammen, einatmen, heb dein Herz. Spür die Kraft im oberen Rücken. Und mit der Ausatmung tauch wieder nach unten ab. Stell deine Zehen hinter dir auf, schieb in beide Hände zurück das Becken in Richtung Ferse für die Haltung des Kindes. Also du kannst die Füße hier gerne aufgestellt lassen oder die Fußrücken lang ablegen, aber lass die Arme aktiv vor dir gestreckt, Finger weit aufgefächert, ganz präsent. Atme hier ein und über das Gewicht deines Beckens zurück mit der Ausatmung, also dass auch der untere Rücken wirklich an Länge gewinnt. Gut, dann komm gerne noch einmal zurück in den herabschauenden Hund. Nimm diese Länge mit, ne, von den Fingerspitzen bis in deinen unteren Rücken. Atme ein hier. Und dann senk aus, atme deine Knie am Boden ab. Komm in den Vierfüßlerstand. Der Blick sanft vor dir am Boden, dein Chor, dein Zentrum aktiv. Wir heben das rechte Bein weit zurück. Und dann zieh dein Knie in Richtung Körpermitte und beginn auch hier nochmal das Hüftgelenk zu öffnen, zur Seite zu kreisen, einatmen. Na, ähnlich wie auf deiner Seite vorhin, und mit der Ausatmung machst du den unteren Rücken aber rund, während du das Knie wieder zum Zentrum ranziehst. Noch zwei, einatmen. Und ranziehen mit der Ausatmung. Ja, spür die Verbindung deiner Hüfte, deines Beckens mit dem unteren Rücken. Und wenn deine Hüfte das nächste Mal geöffnet ist, stellst du den Fuß von hier aus zurück an die Außenseite deiner rechten Hand, da wo wir gestartet sind. Ja, heb dein hinteres Knie wieder vom Boden. Atme ein, der Blick geht sanft über den Mattenanfang hinweg, komm gerne auch auf deine Fingerspitzen. Jetzt denk nicht zu viel drüber nach, hol deinen hinteren Fuß an die Außenseite deiner linken Hand und komm zurück in deine tiefe Hocke. Und dann schau mal, ob deine rechte Pobacke jetzt vielleicht ein bisschen tiefer hängt als deine linke. Im Zweifel wieder deine Matte aufklappen, aufrollen. Und wenn du möchtest und hier das Gewicht mehr in die Fersen verlagern kannst, bring auch gerne die Hände vor dein Herz, um dich hier nochmal zurechtzustutzen. Ansonsten lass die Fingerkuppen vor dir abgelegt und tanke einen tiefen Atemzug. Die Länge deiner Wirbelsäule entlang ein und bis in dein Becken nach unten ausatmen. Gut, dann stell deine Fingerkuppen wieder auf und beginne langsam die Beine zu strecken, das Becken zu heben, einatmen, der Kopf hängt locker nach unten, ausatmen, beug beide Beine, setz dich tief zurück in den Yogi-Squat, einatmen, langsam wieder beginnen die Beine zu strecken, Kopfkrone taucht in Richtung Matte und mit der Ausatmung setz dich wieder tief, auch hier wollen wir nochmal die Oberschenkel, Rückseiten, die Hüftmuskulatur aufwärmen. Einmal noch, atme ein, atme aus, setz dich tief und bring aus dieser Hocke dein rechtes Bein einen großen Schritt nach hinten. Schau, dass dein Knie vorne nicht über den Mattenrand ragt, nicht über deine Fußzehen ragt. Atme ein hier in die Öffnung deines Beckens. Stell deine rechte Hand unter der Schulter auf. Bleib hier, solltest du schwanger sein. Ansonsten heb den linken Arm nach oben in Richtung Deck. Atme ein in diesen Twist, dein hinteres Bein schön aktiv und lang. Und mit der Ausatmung kreist der obere Arm am Körper entlang nach unten. Senk dein Knie zur Matte und richte den Oberkörper auf. Das Becken weit geöffnet, tauch tiefer in die Hüfte. Zieh den Nabel sanft hoch, starkes Zentrum, einatmen,
Von der Mitte in die Körperseiten. Ausatmen, bring deine Fingerkuppen zurück zur Matte und verlagere das Gewicht in dein hinteres Bein. Zieh die Fußzehen vor dir ran und deine linke Pobacke einen Hauch mehr zurück zur rechten. Einmal noch tief einatmen, heb das Brustbein nach vorne. Und mit der Ausatmung beugt das Bein vor dir wieder. Gut, stell die Hände an die Innenseite des Beins, die Finger weit aufgefächert, heb dein hinteres Knie vom Boden. Und dann schieb in beide Hände und hol den linken Fuß zum rechten zurück in deinen herabschauenden Hund. Geh wieder ein paar Schritte auf der Stelle. Walk the dog. Im gemütlichen Feierabendtempo hier, schieb dich aus der Länge deiner Arme mehr in die Länge deines unteren Rückens und komm wieder hier an in der Haltung. Einatmen, Kinn zieht zur Brust, mit der Ausatmung komm auf die Zehenspitzen und schau mal, ob du hier im unteren Rücken sogar rund werden kannst, bevor du dich Wirbel für Wirbel in die Planke nach vorne begibst. Bleib einen Atemzug, halt das Becken stabil, aufgerichtet, Brustbein zieht nach vorne, einatmen. Gut, senk die Knie ab mit der Ausatmung, tauch nach unten auf den Bauch zurück. Arme im rechten Winkel, roll die Schultern zurück für deine Kobra, atme ein. Wenn du möchtest, komm ein bisschen höher. Lass das Schambein am Boden, die Fußrücken lang. Und dann schieb nach hinten in die Haltung des Kindes, Zehen aufgestellt oder Fußrücken lang gestreckt, einatmen. Und ausatmen, noch einmal zurück in den herabschauenden Hund, ohne dass die Schultern an den Ohrläppchen haften. Gut, dann senk nochmal deine Knie am Boden ab, bitte komm zurück in den Vierfüßlerstand. Blick vor dir am Boden, der Nacken ganz lang. Streck bitte dein linkes Bein zurück. Lass dein Becken stabil. Saug dazu den Unterbauch nochmal rein. Und dann denk wieder an deine Seitlage von vorhin. Zieh dein Knie zum Körperzentrum und von hier aus öffne die Hüfte nach links. Wieder ranziehen das Bein. Spür die Rundung im unteren Rücken. Und wieder weit öffnen mit der Einatmung. Letztes Mal ausatmen. Und dann öffne zur Seite bitte. Und aus der geöffneten Hüfte stell den Fuß wieder zurück an den Anfang der Matte, an die Außenseite deiner linken Hand. Heb dein hinteres Knie vom Boden. Atme ein. Blick über den Anfang der Matte hinweg. Und nicht drüber nachdenken, der rechte Fuß kommt an die Außenseite der rechten Hand, hops, in deinen Squat zurück. Setz dich tief in Richtung Fersen, wenn du möchtest, bring die Hände nochmal vor das Herz, zentrier dich über die Geste deiner Hände und über die Länge deiner Körpermittellinie, ja, deine Wirbelsäule. Atme ein letztes Mal, da wo du bist. Und mit der Ausatmung stell deine Fingerkuppen wieder vor dir auf. Beginne langsam die Beine zu strecken. Letztes Mal hier Warm-up für die Beine. Einatmen, genieß den Stretch. Ausatmen, setz dich tief in die Hocke. Nochmal einatmen in die Länge. Becken hebt, Kopf locker. Ausatmen, setz dich zurück. Yogi Squat, letztes Mal, atme ein, Beine lang, bleib hier mit der Ausatmung, lass alles los von den Schultern und auch aus deinem unteren Rücken, verlagere das Gewicht gerne mal so ein bisschen von den Fersen in die Zehballen nach vorne. Na, trau dir das mal zu, vorne mehr abzuladen, mehr abzugeben. Und dann beginne langsam die Füße aufeinander zuzugehen, ja, bis sie parallel zu den Mattenrändern ausgerichtet sind
und in etwa eine Hüftbreite Platz dazwischen bleibt. Beine gerne leicht gebeugt mit der nächsten Einatmung. Wie in der Cobra, roll die Schultern zurück, mach den Rücken lang, aktiviere dein Zentrum, Bauchdecke zieht nach innen. Ausatmen, tauch wieder nach unten, noch für zwei. Mit der Art einatmen, Brustbein schiebt vor, Schultern zurück. Ausatmen, tauch nach unten. Letztes Mal, einatmen, Schultern zurück, Rücken lang. Ausatmen, setz dich tief in Richtung Fersen, dann heb einatmen, die Arme über die Seite nach oben, lass den Blick folgen mit der Ausatmung, bring die Hände vor dein Herz zurück. Entspann die Schultern, den Kiefer, das Gesicht. Und achte nochmal auf die Ausrichtung deiner Füße parallel zu den Mattenrändern aufgestellt. Wir kommen von hier aus in die Stuhlhaltung. Atme ein, heb die Arme lang nach vorne, setz dich tief. Die Knie jetzt nicht nach außen zeigen, keine Entenfüße, sondern das Becken ganz stabil ausgerichtet. Saug den Unterbauch nochmal rein, so wie eben in deinem Vierfüßlerstand. Und atme in die Öffnung deines Brustkorbs ein. Gut, dann verlage das Gewicht ganz langsam auf dein rechtes Standbein. Bring die Arme gerne, die Hände vor dein Herz. Und heb deine linke Ferse vom Boden. Beginn. Dein Standbein mehr zu strecken und dein linkes Bein zu heben. Und zwar so auf Hüfthöhe angebeugt. Und dann bring das Bein zur Seite und zieh mal nur deine Zehen ran. Nur die Zehen ziehen ran. Spür die Öffnung deiner Hüfte. Bring den rechten Arm in den rechten Winkel und greif dir gerne mit der linken Hand dein linkes Knie, wenn du das Gleichgewicht hier gefunden hast. Öffne deine Hüfte noch ein bisschen mehr zur linken Seite. Aktives Standbein. Atme ein. Gut. Und mit der Ausatmung bringst du dein linkes Bein einen großen Schritt zurück. Stellst den Fuß hinter dir auf für den zweiten Krieger. Beug dein vorderes Bein und komm zurück in deine Körpermitte, in ein starkes Zentrum. Entspann die Schultern. Und dann lehn dich zurück für einen friedvollen Krieger. Lass dein vorderes Bein gebeugt, öffne die rechte Flanke mit der Einatmung. Gut, mit der Ausatmung bring deinen rechten Unterarm auf den Oberschenkel vor dir und stütz mit deinem Arm das Knie nochmal so einen Hauch zurück. Spür die Öffnung in der Beininnenseite. Hinteres Bein super aktiv und dann zieh den linken Arm im weiten Bogen über den Kopf und lass ihn in Richtung Mattenanfang zeigen. Öffne dein Brustbein in Richtung Himmel. Atme tief ein hier. Atme aus, senk den Blick und komm langsam zurück in deine Mitte, zweiter Krieger. Streck dein vorderes Bein, hol den hinteren Fuß ein bisschen dichter jetzt für das Dreieck. Vielleicht kennst du das schon. Lass beide Beine aktiv, zieh den rechten Arm länger nach vorne mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung tauch nach unten, bring nur den Handrücken vor dir an die Innenseite des Beins und öffne in Richtung Decke. Vielleicht hebt der Blick mit, atme tief ein. Vom Körperzentrum in die Extremitäten deines Körpers, in die Arme, in die Seiten mit der Ausatmung, senk den Blick, beug dein vorderes Bein, richte dich über den zweiten Krieger auf, heb die Arme lang nach oben und dann dreh den linken Fuß mit aus und komm hier in einen weiteren Squat für die Öffnung deines Beckens. Atme von den Hüften bis in die Fingerspitzen ein. Lass die Beine aktiv, die Schultern entspannt. Gut, mit der Ausatmung senk die Arme, dreh den hinteren Fuß zurück zum Mattenanfang. Stell die Zehen hinter dir auf und dann heb beide Arme für einen Heiland. Becken bleibt schön aufgerichtet, Wirbelsäule lang, atme ein.
Und dann lehn dich sanft zurück mit der Ausatmung, kreis die Arme nach unten. Stell die Hände an die Innenseite deines vorderen Fußes und wander den Fuß zurück an die Mattenkante, kennst du schon. Heb den rechten Arm mit der Einatmung für den Twist. Kreis den Arm über hinten zurück, senk dein hinteres Knie ab, ausatmen. Über die Öffnung des Beckens, heb den Oberkörper, einatmen. Und senk die Finger wieder ab. Ausatmen, schieb das Becken zurück, zieh die Fußzehen vor dir ran. Rechte Hüfte zur linken. Mit der Ausatmung stell die Hände zurück an die Innenseite des Fußes, heb dein hinteres Knie fingerweit aufgefächert. Und dann komm langsam zurück in den herabschauenden Hund. Und wenn die linke Ferse hier schwer wird, heb dein rechtes Bein und öffne deine Hüfte für einen dreibeinigen Hund. Der Kopf bleibt locker hängen, Schultern eine Ebene, nur die Hüfte öffnet in Richtung Decke, atme ein. Gut, und dann senk den Fuß langsam wieder ab mit der Ausatmung, geh ein, zwei Schritte auf der Stelle. Spür nochmal nach in die rechte, in die linke Beinrückseite, perfekt. Und dann zieh dein Kinn wieder in Richtung Brust und fließ nach vorne mit der Einatmung in deine Planke. Ausatmen, senk die Knie ab oder komm auch gerne den ganzen geraden Weg wie ein Brett nach unten auf den Bauch. Na, schau, dass dein Becken stabil bleibt, Fußrücken lang abgelegt mit der Einatmung. Heb dein Herz, schieb in die Hände, komm in die kleine, mittlere oder große Kuh. Zieh den Nabel sanft hoch und dann schieb zurück in die Haltung des Kindes. Bleib hier gern für einen Moment. Und erst wenn du soweit bist, dein Flow hier heute Abend auf der Matte, sei da ganz bei dir und bei deinen Bedürfnissen, die das Gefühl dir verrät in jeder Haltung. Und komm in den herabschauenden Hund zurück, wann immer es sich danach anfühlt. Gut, dann heb dort angekommen dein rechtes Bein noch einmal an. Beug das Bein, öffne die Hüfte gern nochmal zur rechten Seite und dann bring den Fuß an die Außenseite deiner rechten Hand zurück. Heb das Brustbein hier nochmal an und du kennst das schon. Hol den linken Fuß an die Außenseite deiner linken Hand. Stell gerne die Fingerkuppen wieder ab und setz dich tief zurück in deinen Squat. Gut, dann bring die Hände nochmal vor dein Herz, wenn du magst, oder lass die Fingerkuppen aufgestellt. Jederzeit auch gerne die Matte vor dir aufgerollt lassen. Atme ein in die Länge deines Rückens. Und mit der Ausatmung stell die Fingerkuppen ab und beginn langsam die Beine wieder zu strecken, das Becken zu heben. Gut, dann richte dich langsam auf, lass die Füße geöffnet. Na, komm nochmal in so einen weiten Stuhl nach oben. Und dann verlagere das Gewicht noch einmal auf deine linke Seite. Und bring jetzt den rechten Fußknöchel, wie vorhin im Sitzen, auf deinen linken Oberschenkel. Setz dich tief zurück und spür die Dehnung in deiner rechten äußeren Hüfte. Bring die Hände gerne vor dein Herz. Finde Ruhe und Zentrierung über den Atem, letzter Atemzug hier. Gut, und dann richte dich langsam auf, stell den rechten Fuß neben den linken, entspann die Schultern nach unten und bring die Füße wieder hüftschmal aufeinander zu, parallel zu den Mattenrändern ausgerichtet. Gut, eine Runde nach dem Stehen hier zum Ausgleich. Ganz unbeschwert, lass die Schulterblätter nach unten sinken, Gesichtszüge weich. Dann heb mit der Einatmung die Arme lang nach vorne, setz dich nochmal in deinen kleinen Stuhl zurück. Becken aufgerichtet, Unterbauch zieht nach innen.
Gut, und dann komm mit dem Gewicht wieder auf dein linkes Standbein zurück, so wie eben. Langsam richte dich über das linke Standbein auf. Greif dein rechtes Knie und öffne den linken Arm in den rechten Winkel zum Körper. Und während deine linke Schulter zurückzieht, schiebst du auch dein rechtes Knie weiter nach hinten. Nur die Fußzehen ziehen zum Körper, Standbein, aktiv atme ein, so als würdest du an einer Wand lehnen. Gut, dann geh einen großen Schritt mit dem rechten Bein zurück und komm in deine Mitte. Zweiter Krieger, entspann die Schultern tief. Lehn dich zurück, einatmen, öffne die linke Flanke, friedvoller Krieger. Oh, mit der Ausatmung leg den Unterarm vor dir ab. Beide Beine aktiv, zieh den rechten Arm lang am Körper vorbei. Und rotiere den Brustkorb mehr zur Decke mit der Einatmung. Hinteres Standbein super fest. Und dann komm zurück nach oben in dein Zentrum. Beide Beine gestreckt. Mach den Stand gern ein bisschen kürzer für Trikonasana, das Dreieck. Zieh der linke Arm nach vorne. Und du lehnst nun den Handrücken an die Innenseite deines vorderen Beins. Atme wieder in die Körperseite, in die Länge beider Arme, in die Öffnung deiner rechten Flanke ein. Und auch hier, als würdest du an einer Wand lehnen, entspann dein oberes Schulterblatt nach unten mit der Ausatmung. Senk den Blick langsam, gut, beug das vordere Bein wieder. Und dann öffne beide Arme in ein großes V zur Decke, dreh die Fußspitzen in die Mattenecken und setz dich tiefer mit dem Steißbein in Richtung Boden. Atme über die Öffnung deines Beckens in die Öffnung deines Schulterbereichs und dann langsam dreh zurück über den hinteren Fußballen nach vorne und in Richtung Mattenanfang. Atme ein, lehn dich ganz zart zurück, wenn du magst. Kreis die Arme nach unten. Rechte Hand unter der rechten Schulter. Heb den linken Arm zur Decke, twiste weit auf. Und dann senk den Arm über hinten ab, beug dein hinteres Bein über das geöffnete Becken. Heb den Brustkorb, einatmen. Bring die Fingerkuppen zurück zur Matte, ausatmen, schieb deine linke Gesäßhälfte neben deine rechte. Brustbein strebt nach vorne, atme zum Herzen hoch ein. Gut, und dann beug vorne wieder, bring die Hände an die Innenseite des linken Knies, heb dein rechtes Knie von der Matte. Und dann schau mal, ob du den Fuß absetzt. Oder ihn direkt nach oben hebst, um die Hüfte zu öffnen für einen dreibeinigen Rund. Lass die Schultern parallel atmen ein in die Öffnung deines Beckens. Und dann stell den Fuß langsam ab. Mit der Ausatmung geh ein paar Schritte auf der Stelle, spür in die linke und in die rechte Beinrückseite hinterher. Sehr gut. Letzter Flow hier für heute Abend. Ja? Letztes Vinyasa, wenn du magst, ne? Sonst nimm dir jederzeit auch eine Pause, selbstverständlich. Zieh dein Kinn zur Brust, roll nach vorne, in dein Zentrum zurück. Einatmen, das Becken stabil, Brustbein schiebt vor, in die Fingerspitzen, mit oder ohne Knie, komm nach unten auf den Bauch. Roll die Schultern zurück mit der Einatmung in die Cobra. Und dann nimm dir gerne einen Moment Zeit in der Haltung des Kindes. Und wenn du soweit bist, zurück in den Herabschauen. Und da, wo du bist, atme. Da, wo du bist, ist es genau richtig in diesem Moment. Ja, sei ganz bewusst bei dir im Hier und Jetzt. Und das bedeutet nicht, dass es immer so ist. Es ist jeden Moment ein bisschen anders, jeden Tag ein bisschen anders. Na, üb dich in diesem Gefühl, das der Körper dir mitteilt, über welches er sich dir mitteilt.
Und wenn du in deinem Herabschauen nun wieder angekommen bist, heb dein linkes Bein gerne nochmal an. Du kannst es natürlich auch im Vierfüßlerstand machen. Öffne deine Hüfte wieder mit der Einatmung. Und dann bring den Fuß zurück an die Außenseite deiner linken Hand. Öffne nochmal das Becken weit und dann geh wieder, gerne die Fingerkuppen aufgestellt, einen großen Schritt mit dem rechten Fuß zur rechten Hand. Setz dich tief in deine Hocke, gerne nochmal die Hände vors Herz, wenn du magst. Vielleicht haben sich die Fersen schon dem Boden ein bisschen genähert und wenn nicht, dann übst du diesen Flow Walk einfach nochmal und dann wird das Ganze schon so ein bisschen besser ausfallen, vielleicht für den unteren Rücken zumindest, weil der profitiert am meisten von deiner Hüftöffnung, ja, von der Mobilität in deinen Hüften. Gut, dann langsam stell die Fingerkuppen wieder ab, beginn die Beine nochmal zu strecken, lass den Stand weit geöffnet, setz dich tief in einen fetten Sessel, machst du richtig bequem und dann komm nochmal auf dein rechtes Standbein rüber. Bring den linken Fußknöchel auf den rechten Oberschenkel. Bring gerne die Hände vor dein Herz, das erleichtert die Zentrierung und dann setz dich tief. Spür die Öffnung, die Dehnung in deiner linken äußeren Hüfte. Atme ein. Zieh den Bauchnabel nochmal sanft hoch. Nutz deine Mitte, um dich zu zentrieren. Und dann langsam richte dich auf, stell den linken Fuß ab und dann entspann die Schulter nach unten, atme tief durch, gib Gewicht an den Boden ab, spür mal nach in beide Beine. Gib mal das ganze Gewicht aus deinem Becken, das ganze Gewicht deines Rumpfes an die Beine, an den Boden, an die Matte, die dich trägt hier ab. Gut, und dann heb mit deiner Einatmung deine Arme noch einmal über die Seiten nach oben. Und bring ausatmend den Oberkörper tief in eine Vorbeuge zurück. Öffne die Füße nochmal zu den matten Seiten, komm ein letztes Mal in deinen Squat und von hier nach unten zurück zum Sitzen. Gut, pendel wie zu Beginn deine Knie zeitversetzt von rechts nach links. Spür nochmal in die Hüftgelenke nach, vielleicht geht der Oberkörper wieder ein bisschen mit in die Gegenrichtung. Und für die Dehnung in der äußeren Hüfte und um diese Verbindung deines Beckens zum unteren Rücken noch einmal ganz bewusst wahrzunehmen, öffne zunächst einmal die Beine in eine weite Grätsche zu den Seiten. Und auch hier ist es nicht so wichtig, dass deine Beine gestreckt sind. Lass da gerne auch eine kleine Beuge in den Knien. Aber zieh mit beiden Händen gerne das Sitzfleisch nochmal so ein bisschen nach hinten weg. Und wenn du das Gefühl hast, du kippst jetzt immer nach vorne mit deinen Fußspitzen, dann leg dir gerne eine gefaltete Decke unter den Po oder klapp deine Matte wieder ein, zweimal um. Ja? So wie in deiner Hocke, versuch dich ein bisschen mehr aufzurichten. Gerne auch da über die Fingerkuppen, atme ein in die Länge deines unteren Rückens bis zum Herzen. Fußzehen aktiv angezogen mit der Ausatmung. Kommst du ein bisschen weiter nach vorne mit den Fingerspitzen. Atmest auch hier nochmal ein, vom unteren Rücken bis in die Länge deines Brustbeins. Und mit der Ausatmung leg dann die Hände ab und erlaub dem oberen Rücken hier gerne rund zu werden. Vielleicht magst du auch deine Unterarme ablegen. Ja, aber schau, dass deine Füße aktiv bleiben, die Zehen zum Körper angezogen und das Becken hinter dir ganz schwer. Atme vom Bereich deines Beckens in die Körperseiten hinein.
Spür das Expandieren deiner Einatmung über die äußeren Hüften bis in die äußeren Rippen. Die Dehnung deiner Beininnenschenkel. Lass beide Po-Backen gut am Boden verankert und erlaubt dann den oberen Rücken ein bisschen runder zu werden für einen letzten tiefen Atemzug hier in der Grätsche. Und dann richte dich langsam nach oben auf, über die Hände. Hol die Beine ein bisschen dichter zusammen und dann bring bitte deinen rechten Oberschenkel über den linken. Leg dir auch hier gerne eine gerollte Decke oder ein Kissen unter das rechte Knie, falls du da zu viel Druck auf deinem unteren Bein verspürst. Du kannst dir auch gerne eine Decke unter deine Kniekehle hier legen. Pendel dich über beide Po-Backen wieder ein. Linker Fuß vor dir, aktiv mit der Einatmung, heb die Arme wieder. Schaff nochmal Länge über das Becken in den unteren Rücken hinein und mit der Ausatmung komm in die Vorbeuge zurück. Leg die Hände oder Unterarme ab und erlaub dem oberen Rücken hier wieder rund zu werden. Von den Schultern nach vorne abzugeben. Lass den Fuß vor dir aktiv, lass das Becken ganz schwer werden, beide Po-Backen gleichmäßig geerdet hier in der Matte. Kiefer, Kaumuskeln entspannt. Und für alle Läufer, die eingeschaltet haben heute, dann ich habe vergangene Woche auch nochmal die Nachfrage bekommen, was man als Ausgleich zum Joggen, zum Laufen noch so machen kann. Und das sind so schöne Dehnungen für die Hüften, für die Beinrückseiten, vor allem nach dem Laufen. Wobei die Mobilität in den Hüften auch besonders gut ist, um funktional so ein bisschen sich zu verbessern vielleicht auch in seiner Laufleistung und sich das Ganze so ein bisschen zu erleichtern. Richte dich langsam nach oben auf und dann wie zu Beginn, stell den linken Fuß auf, der rechte Fußknöchel auf dem Oberschenkel abgelegt und dann kommen wir von hier aus einmal in die Rückenlage. Na, gerne über die Unterarme ganz entspannt, ganz in Ruhe ablegen. Und dann löst den linken Fuß vom Boden und greift durch die Beine hindurch an die Oberschenkelrückseite oder auch gerne an das Schienbein. Schieb dein rechtes Knie ein bisschen weiter weg vom Körper und schau mal, dass die Wirbelsäule ganz lang bleibt. Also eher die Tendenz zum Doppelkinn als den Kopf hier zurückzulegen. Lass den linken Fuß jetzt mal ganz entspannt, dafür den rechten Fuß aktiv. Atme hier nochmal tief in den Bauch ein, über das Becken aus, die Beine vielleicht noch ein bisschen dichter zum Körper. Und solltest du schwanger sein, dann bleib gerne in dieser Hüftöffnung. Ansonsten kommen wir jetzt noch einmal in den liegenden Twist. Dazu öffne die Arme zu den Seiten, gerne wieder in so einen rechten Winkel. Schwing das Becken nach rechts rüber und du kannst die Beine hier überkreuzen. Es ist ein bisschen intensiver für die Dehnung im Rücken. Ja, und die Beine so verknotet zur linken Seite sinken lassen. Wenn das zu viel ist in deinem rechten Schulterblatt oder im unteren Rücken, dann löst du den Knoten und legst die Beine übereinander. Ja, dreh den Kopf gerne zur gegenüberliegenden Seite und dann schließ die Augen für einen Moment. Atme tief in dein Zentrum zurück.
Tiefe Atemzüge in den Bauchraum, das Becken wieder ganz schwer, das rechte Schulterblatt schwer. Und man dreht langsam den Kopf zurück, dann die Beine hinterher. Löst die Füße voneinander und kreist ein paar Mal die Hüften zu den Seiten und zum Körper heran. Um dann ein letztes Mal nach oben zum Sitzen zu schaukeln. Wir wechseln die Seiten. Rechtes Bein wird lang, linker Oberschenkel kreuzt den rechten. Pendel dich wieder über beiden Gesäßhälften in deiner Mitte ein. Leg dir gerne wieder eine gerollte Decke unter deine Knie oder unter das Becken. Und dann heb einatmen die Arme lang nach oben. Ausatmen, stell die Hände oder die Unterarme vor dir ab und erlaub dem den oberen Rücken wieder rund zu werden. Das Becken gut geerdet. Atme wieder in die Weite deiner Körperseiten ein. Ich spüre den Kiefer, den Nacken, die Schultern ganz rund. Ich spüre einen letzten tiefen Atemzug hier. Und komm langsam nach oben zum Sitzen zurück. Stell den rechten Fuß vor dir auf, der linke Fußknöchel auf dem Oberschenkel abgelegt und langsam komm über die Unterarme nach unten in die Rückenlage zurück. Stutz das Kinn zur Brust, greif durch die Beine hindurch an das rechte Bein, Oberschenkel oder Schienbein. Rechter Fuß bleibt locker, linker Fuß geflext. Atme in die Länge deines unteren Rückens ein und zieh aus, atme die Beine ein bisschen dichter zum Körper, wenn du magst. Atme tief in den Bauch ein und über das Becken aus. Bevor du deinen rechten Fuß aufstellst, solltest du hier in den Twist kommen wollen. Bring die Arme in den rechten Winkel zum Körper, schwing die Hüften nach links und entweder mit verknoteten Beinen für die intensivere Drehung oder mit gestapelten Beinen bring die Knie zur rechten Seite rüber. Der Kopf dreht gerne zur gegenüberliegenden Seite. Und dann nimm die letzten tiefen Atemzüge in den Bauch, in deine Körpermitte hinein. Streif von deinem Zentrum nochmal in die Seiten. Einmal noch ganz tief einatmen, bis das Brustbein sich hebt. Und mit der Ausatmung komm langsam zurück zur Mitte. Löse ein letztes Mal den Knoten und lass die Knie von Seite zu Seite sinken. Die Beine schließlich vor dir ausgleiten und die Füße zu den Seiten fallen. Für dein Shavasana die Endentspannung. Und die wohl wichtigste Haltung, um all das mal sacken zu lassen, um jetzt alles restliche an Anspannung des vergangenen Tages abzugeben, lass die Daumen zu den Seiten sinken und das Kinn in Richtung Brust. Entspann den Kiefer, dein Gesicht, die Schultern, den Nacken.
Und vertief den Atem ganz bewusst in Richtung Bauchraum, in Richtung Zentrum. Dass die Bauchdecke ganz weich sein, das Becken gut geerdet, sodass du nicht nur in den Hüften, den Oberschenkeln, den Pobacken, sondern auch in deinem unteren Rücken jetzt loslassen kannst. Bleib hier auch sehr gerne einfach so noch für einen Moment liegen. Oder beginn den Atem in Richtung Bauchraum wieder mehr zu vertiefen, mehr wahrzunehmen, Bewegungen zurück in den Körper zu bringen, die Zehen, die Fingerspitzen, Hand- und Fußgelenke. Streck die Arme gerne nochmal weit über den Kopf mit einer langen Einatmung, streck dich in die Länge und mit einer Ausatmung durch den Mund entspann den Kiefer, vielleicht auch nochmal mit einem Gähnen oder Seufzen im Anhang. Und dann dreh dich auf die Körperseite, lass die Augen gerne zu dabei und finde in den aufrechten Sitz zurück. Solltest du nicht einfach liegen bleiben, es sei dir absolut gegönnt hier zum Feierabend. Und solltest du im Sitzen angekommen sein, entspanne die Schultern nochmal nach unten und heb der Länge deiner Wirbelsäule entsprechend die Arme weit nach oben zur Decke. Und wie zu Beginn senk dann ausatmen die Hände vor dem Herzen ab, um mit einer wertschätzenden und dankbaren Geste diesen Flow und diesen Tag zu beenden. Namaste, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch